Oh, hallihallo, hallöle, Grobi hier. Heute mal so ein bisschen hier so mal wieder zum Friseur. Hoffe, man sieht mich hier ganz gut. Höre natürlich wieder mal nichts. Werde jetzt mal nur mal so einen Test machen hier, was hier so geht. Ich grüße euch, ihr Lieben. Ich lasse heute mal meine Kamera laufen. Werde mal sehen, was ich jetzt gleich mache. So eine Kleinigkeit, irgendwas. So wieder ein bisschen rumfahren oder so. Ja. Also das Licht ist wahrscheinlich doch ein bisschen zu hell. Denke ich mal, aber ich habe das jetzt eigentlich jetzt ganz hoch mal, damit ich hier richtig überspielbar. Kann ich das nicht noch kleiner stellen? War das ein bisschen höher? Ja gut. Da sind wir. Das ist kein Livestream, sondern ich nehme das jetzt wieder auf. Aber diesmal mit bei. Ja. Wieder mal so ein bisschen Windows einfach mal so rumfahren. Euch ein bisschen auf den Nerv gehen und wie immer Blödsinn labern. Ich wünsche euch erstmal einen schönen guten Abend und hoffe, euch geht's gut. Wie ich heute erfahren habe, haben wir diesen Coronavirus oder Corina oder wie der Virus auch heißen mag, jetzt schon in der Nähe von meiner Heimat, also Düsseldorf. Und das ist eigentlich quasi um die Ecke von mir. Sieht nicht schön aus. Aber wir wollen es überraschen und ich glaube ja an unsere medizinischen, sowieso, außer diesen Medizin, unser Gesundheitsminister, der nicht nur sogar bekloppt aussieht, sondern auch ein bisschen bekloppt in der Birne ist. Das ist nämlich der gesagt hat, das wird bei uns hier nicht passieren. Ja, nun, wir wurden eines Besseren belehrt, oder er. Jetzt heißt es, unsere Krankenhäuser sind vorbereitet. Ich frage mich nur, wie. Ne? Oh, guck mal, hier haben wir schon eine Mission. Was haben wir denn da? Ach, nee, nee, komm. Da muss ich hin. Na gut. Dann wollen wir mal in die Höhle des Löwens. Und zwar die Vulkangegend. Ja. So sieht das Schiff jetzt aus. Ja, ich habe auch eine leichte Erkältung, aber ich habe jetzt schon Angst, zum Arzt zu gehen, weil dann heißt es, dann kriegt man hier Panik, dann heißt es das wahrscheinlich, dass ich auch diesen komischen Virus habe. Deswegen gehe ich jetzt mal nicht zum Arzt, weil ich sage mir mal, so wie es gekommen ist, so geht es auch wieder. So sieht das kleine Schiff jetzt aus. Ja, das ist jetzt wieder so eine Sache. Ne? Gehe ich zum Arzt oder gehe ich jetzt nicht zum Arzt? Gut, ich habe jetzt dieser 40-jährige Mann, seine Ehefrau, die liegen ja jetzt in Düsseldorf, glaube ich, oder Erdlins irgendwo im Krankenhaus. Ihm wird es wohl nicht so gut gehen. Sie scheint doch ein bisschen besser dran zu sein. Aber das ist mal wieder einer, der geschäftlich in China unterwegs war und sich dementsprechend da auch angesteckt. Ja, Elvis Raw heißt das natürlich. Okay. Aber da. Kommen wir doch mal hin. Aber erstmal muss ich die Insel auf. Ah ja. Das muss da oben irgendwo sein. Nee, ich bin hier noch nicht in der Zone. Hier muss ich. Nee, da muss ich. Was ist der hier? Der Porsche Patz. Ja, was ist das? Aber ich möchte erstmal. Was ist das? Nord.
Ost. Aber nicht da aus. Habe ich schon aus. Also wie gesagt, ich habe auch eine Erkältung. Also die habe ich schon. Hatte ich schon eine ganze Weile mit mir rum und ich war nicht in China. Ich kenne auch keinen, der bei uns in China ist, gewesen ist. Rechts haben. Gucken mal. Was das jetzt ist. Wie gesagt, ich bin jetzt auch erstmal wieder neu bei diesem Patch, was jetzt neu gekommen ist. Aber ich werde dies nicht alleine fahren, das werde ich wieder mit meiner Truppe machen. Also Rostock. Unserem Freddy, deiner Ulmilein, den ich unheimlich gerne mag. Unheimlich sympathischer Mensch. Dann habe ich unseren Nico, unsere Dana und natürlich David. Rostock, da könnt ihr ja mal gerne reinschauen. Ich müsste mal ein bisschen lauter machen, damit ich auch mal was höre, was ich nicht habe. Ja, vielleicht mal meine Kamera ein bisschen anders. Kann man das nicht? Ja, ist ja egal. Geht auch so. Ja, diese neue Patch hat ja so einige Neuerungen verkündet, wie man so eine Tour geben, die auch irgendwie explodiert und ein Feuer fängt und hast nicht gesehen. Ich kenne mich, also bin jetzt total neu in diesem Bereich. Ich muss erstmal rauskriegen, was da genau abgeht. Zeichen kenne ich hier noch gar nicht. Das ist für mich jetzt irgendwie neu. Rechts. Also das ist da. Fahren wir da mal hin. Suchen wir mal unser Glück. So ihr Lieben. Ein Abo, wenn mir recht. Daumen nach oben. Wäre nicht schlecht. Daumen nach unten, ihr kennt mich. Feedback. Ich hätte gerne die Begründung, warum der Daumen unten ist. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch dann dazu steht. Nicht nur einfach nur runter, weil man mich vielleicht nicht leiden kann oder weil ich hässlich bin oder weil ich bin scheiße. Leute, Daumen nach unten zeigt mir immer wieder, da ist noch ein Funken, was ich falsch mache. Es wäre schön, wenn ihr mir dann sagen würdet, was ich besser machen kann oder was euch stört. Das würde mich natürlich freuen. Natürlich gibt es so ein paar Leute, die vielleicht nicht leiden können. Keine Ahnung, ich habe keinen lassen in die Füße getreten oder so. Wüsste ich auch nicht, wer, wo, was. Was passiert auch? Es gibt auch ein, zwei Leute, die ein bisschen hinterblieben sind, die mich dann. Aber das steht am anderen Schritt. Wie gesagt, Abo wäre nicht schlecht. Daumen nach oben. Ist mir recht. Daumen nach unten, gib mir ein Feedback. Ich kann es nur besser machen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was mich da von der Tour erwartet. Vor allem, wo ich die dann noch hinbringen muss. Das sieht ja schon geil aus da mit dem. Aber ich muss das hindrehen. Ich weiß ja nicht, ob das Werbung kann man das sehen. Nein, kann man nicht. Das ist ein lecker Bierchen. Muss auch mal sein. So, ich wollte eigentlich, naja, die Segel sind ja im Wind. Richtig drin. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare reinschreiben, was euch also so einfällt. Ich bin auch gern bereit, Fragen zu beantworten. Ja. So, da kommen wir schon langsam der Sache näher. Ja, das ist es tatsächlich. Eischaffel, ein.
Ich nehme mal diese nach oben. Also es ist mir auch jetzt egal, wenn jetzt hier wieder irgendwelche Geist kommen und mich hier abschlachten. Ja, komm. Ich halte dann immer an hier. Ich noch mal runter. Okay. Gehen jetzt erstmal in die Kajüte rein. Das ist schon vielversprechend. Das blendet ganz schön. Also die Grafik, die wird ja auch immer wieder besser. Da wollte ich hin. Blendet schon ein wenig, ne? Wir legen es mal hier unten hin. Da haben wir ein Regal. Ordnung ist das halbe Leben. Oh, wieder runter. Jetzt gehen wir erstmal ganz runter, weil da hat es ein Legen. Ja, erstmal. Was haben wir denn hier? Hab ich doch. Na. Ich hab, glaube ich, genug hier drinnen, ne? Ja. Denn hier? Arschkorn. Ja, das ist. Eieiei, ich sehe schon wieder. Ja, 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 knack, 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 knack. Da macht er wieder. Ab nach Luft, Junge. Wo ist denn mein Schiff? Das ist nicht mein Schiff. Da hinten in die Ecke ist mein Schiff. Wer den aschengrauen Wedel. Ach, ich komme doch gar nicht vorbei. Immer zu empfehlen, da gibt immer viel Geld. Ja, legen das jetzt einfach mal dahin. Jetzt gehen wir wieder runter. Ich halte mich jetzt da unten gar nicht mal so auf. Ich bin oder tauche jetzt mal ganz nach unten. Ich habe schon diese Grog-Flasche. Ah, da ist die Grog-Kiste. Aber da bin ich jetzt gar nicht. Ah, da ist er. Ah, ist das Ding. Das muss ich wahrscheinlich noch ins Mittag schon. Bitter oder wieder bringen. Na, nimmst du die jetzt an? Okay. Werde diese Grog-Truhe auf jeden Fall gleich noch nehmen, weil das gibt auch schon mal ein paar Tausenderchen. Also 1000 noch auf jeden Fall. Wenn ich euch zu viel laber, bitte, wie gesagt, Kommentator, reinschreibico. Oh. Hier ist mal das Gleiche. Ich glaube, ich suche dann direkt erstmal Schnitter auf. Ja, aber da kann ich auch den Schädel abgeben. Golden. Gehen wir nochmal da rein. Zack. Habe ich den Schädel eigentlich schon genommen? Ja, ne? Nehmen wir jetzt mal hier die Boxkiste hier. Oh, das ist immer so ein Fall für sich hier. Oh, na, ist jetzt schon Karneval oder was? Jetzt hoch, jetzt nehmen wir direkt mal hier. Ich glaube, ich bin so wieder falsch. Na komm, rauf mit dir. So, Schiffchen ist wieder auf andere Seite wie immer. So, ja, mache ich denn jetzt? Schnitters, wo ist Schnitter? Ja, muss ich eigentlich jetzt zurück. Komm, hört mir doch mal hier.
Da ist er doch, da steckt. Hier sind wir eine ganz schöne Strecke hier. Wir nehmen Südwest. Genial, dass ich es auf jeden Fall abgeben, das gibt viel Geld. Back Bay dabei. Na komm, versuchen wir mal unser Süd, wenn ich. Naja, komm. Ist ja auch. Blöde ist, man kann mich jetzt auf der Karte erkennen. Will ich klar. Und? Was soll ich sagen? Oh nee, kein Gegenwind. Warum will einschlafen. Naja. Ups. Das ist, glaube ich, Rocket Mast. Müsste ich mal kurz starten. Das ist hundertprozentig Rocket Mast. Zwischen Rocket Mast, ja, das ist er. Und Shepard Bay muss ich durch. Komme ich auch noch ein Stück da rein. Dann Rocket Mast rechts. Beifahren. Genau dazu. Also ich mache jetzt hier nichts Großartiges, nur einfach mal kurz was abgeben. Und ja, um mal meine Kamera mal wieder benutzen, weil hier habe ich zu viel Geld gekauft. Und das nur da rumhängen, am Monitor rumhängen. Muss die nochmal richtig konkret einstellen. Perfekt. Schönes, man sieht man hier hinten im Hintergrund aus Fenster. Aber da gibt es ja noch. Meinen Hintergrund nicht mehr. Jetzt sieht man, ich habe keine. Warte mal, warte einen Moment, muss ich gucken, ob ich hier auch richtig. Oder wenn mir geht's scheiße. Mit Maß bin ich dabei. Moment, ihr Lieben. Ein bisschen nach rechts, also Steuerbord. die Chroma Cam. Ist egal. Die Chroma Cam ersetzt quasi die grüne Leinwand hinter mir.
Ja. Ihr seht das? Das kann ich mich auch gerade hinsetzen. Da kann ich so einiges mitmachen hier. Also Ton. Ich kann also einige Hintergründe machen. Oder hallo ihr Lieben, aber natürlich die Herzen alle. Euch auch ein paar Küsschen geben, natürlich. Ja, und dann die Geister, die an den Kopf rumwirbeln, kann man natürlich auch noch machen. Und wir können natürlich auch alles rausnehmen. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau, naja, ist egal, auf jeden Fall. Ist keine schlechte Sache, dieses Chroma Gaming. Nee, wie heißt das? Chroma. Ja, ich muss da jetzt nochmal nachschauen. Chroma Cam heißt das, genau. Ersetzt quasi hinter mir die Wand. Ich habe gar keine grüne Wand hinten. Ich habe zwar eine da, aber die habe ich jetzt nicht hochgezogen. Ja. Und das ist eine ganz feine Sache. Ich bin euch hier am Erzählen und achte nicht drauf, nicht. Boah, komm. Habe ich denn so weit drauf? Ach, da vorne ist ja schon optisch. Ja, also wie gesagt, Chroma Cam ersetzt quasi die grüne Leinwand, die eigentlich braucht zum Streamen. Das ist nicht schlecht. Man muss die aber korrekt richtig gut einstellen. Dann hat das Ding echt gut Wirkung. Ich denke mal, ihr seht es ja. Könnte es natürlich noch ein bisschen. Hier. Das ist nicht schön. Das ist hier. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Rand ist, aber wie gesagt, es ist eine feine Sache. So, jetzt lass uns mal wieder ein bisschen spielen, sonst komme ich gleich wieder. Vielleicht noch Glück, dass mich da keiner stört. So. Bin ich, warum ich jetzt hier so... da bin ich. Warum habe ich denn hier so... Hallo. Also. Naja. Zu wenig Licht im Hintergrund. Wenig wirklich also. Aus. Ja, schön, dass man das sagt. Moment. Man sieht wahrscheinlich auch noch Pixel und hat nicht gesehen, ist ganz klar. Aber was ist. Ach, das ist so. Kann doch nicht sein, dass wir nicht jedes Mal so weit. Ja. Warum machst du denn sowas? Dann hier angehen. Lalalalalalala. So ihr Lieben. Dann macht mal Mundpropaganda. Und zwar ein Abo wäre mir recht. Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Daumen nach unten, ihr kennt mich mittlerweile. Immer der gleiche Spruch. Feedback. Warum ist der Daumen unten? Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mir dann auch ein Feedback geben könntet.
was euch nicht gefällt. Denn, wie sagt man immer so schön, man kann nur besser werden. Guck mal, ist das überhaupt jetzt diese Insel oder ist das die jetzt nicht? Ich denke mal, das ist doch der große Zelt, glaube ich. Ach, da ist das Zelt. Ah, wir hauen jetzt gleich den Anker rein, Leute. Momento. Ja. Anker. Nö, Anker. Sehr wertvoll. Sag mal, abgeben hier. Diese Panik, Leute, diese Panik. Wir werden aber auch wieder mal Livestream. Schaut doch mal bei David Rostock hinein. Und vor allen Dingen beim Andy, bei Games and Mehr. Und wir machen auch viel. Na, was finden wir denn jetzt da? 10.000? Es ist nicht wahr. 10 blaue Diplomen. 10.000 habe ich jetzt gekriegt für diese komische Kiste. Oh, Belobigung freigeschaltet. Schnittertrude. Oh. Leute, Leute, das hat sich ja mal wieder richtig gelohnt, mal kurz mal reinzugucken. Ey, muss nicht mal Aufträge haben. Auch mal ein bisschen gucken und dann Mut haben. Losfahren. Sinnlos losfahren. Muss ich mal kurz 10.000. Was ist das hier? Entenhausener Geld? Einkassieren. So, jetzt möchte ich mal gucken, der Schädel, ob die den auch annimmt. Ich glaube, die nimmt nur goldene Schädel an, nicht so Asche-Dinger. Ja, wir werden es ja sehen. Ich kann es ja mal austesten. Ansonsten, wie gesagt, fahre ich den nächsten Außenposten an und gibt es auch an. Und dann mache ich auch wieder Schluss. Das war ja mal nur ein kurzes... Ja, wo bist du, junge Dame? Nein, nimmst du nicht an. Du brauchst nur dein Gold. Ist mir schon. Okay. Okay. Machen wir den nächsten Außenposten, der war ja ungeweiht. Oh, 10.000 Kiste. Ja, so eine. Hat sich ja mal wieder gelohnt für ein bisschen rumfahren, ein bisschen sinnlos rumfahren. Lass mal gucken. Nächste Außenposten wäre dann das Refuge, dann Golden Sand. Oder wir gehen hier runter auf Plunder Außenposten. Was wäre näher? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ja, gut, viel. Hey, komm. Wir geben jetzt diese zwei Teile noch ab und dann mache ich den Auftrag heute nicht. Dann mache ich auch mal Feierabend, weil wir haben nämlich schon mittlerweile 0.48 Uhr. Und ich werde so langsam. Ach, guck mal, da haben wir auch das. Das nimmt die auch nicht an. Ich werde langsam müde. Ich werde das auch dann erst am nächsten Tag hochsetzen. Keine Ahnung. Ich hab Blödsinn gebaut. Oh nein, jetzt knallt's. Und? Wir machen eine scharfe Rechtskurve. Ja! Hat ja doch noch geklappt. Sehr gut. Und wieder drehen. Oh ja, wieder drehen. Ich bin ein bisschen überrascht und baff. Ich sag ja, es lohnt sich manchmal einfach nur loszufahren. Irgendeine Insel ansteuern und irgendwelche Skelette ärgern. Damit habe ich auch mein meiste Geld gemacht. Und das jetzt mit diese Truhe, das war ja jetzt auch nur Glückssache. Also ich war schon da.
Aber so, wir könnten ja eigentlich kurz das, ja, was machen wir? Meerjungfrau, Smaragd, blaue, grüne, oder ist das da grüne? Meerjungfrau, Smaragd, da abgeben. Und, achso, da habe ich ja noch gelesen. Man soll jetzt sehr oft viel angeln. Ich glaube, über 100 Fischsorten oder Fischarten oder keine Ahnung, irgendwie, da würdest du dann auch irgendwie Leute, total überfordert. Bisschen Waff wegen 10.000. Warum hängt das denn so blöd? Ich hab doch ein bisschen so, ja? So. Nee. So. Na gut, kann man ja so lassen. Aber wie gesagt, Chroma Cam, runterladen, ausprobieren, Leute. Das geht. Hätte ich es damals gewusst, hätte ich mir diese grüne Wand gar nicht gekauft. Das ist ja auch eine gute Firma. Eine sehr gute Firma auch. Gängige Firma vor allen Dingen. Das war nicht billig. Das ist ein Teil, das stelle ich mir auf den Boden. Mach auf, klappe es auf und dann ziehe ich das Ding hoch. So. Ich kann jetzt mal ich muss euch ja nicht sagen, warum das von Hessen du weiter. Hier in diesen Fischposten, sage ich mal, mit mehr Geld oder Entschuldigung. Ja, was haben wir dafür? 1.500. Jetzt haben wir hier, wollten wir mal den hier, ist besser. Was hast du denn anzubieten? Come to visit old suds, eh? Hakenkompass. Kraken, Donnerbüchse, Kleid des Admirals, ist klar. Wenn wir so ein Kleid anziehen, oder was sind hier? Das hat sich aber alles geändert hier. Hängt denn bei dir hier alles dran? Ja, leck mich. Nicht schlecht. Okay. Oh, jetzt werde ich aber doch langsam müde. Ich hatte vorher mit David, Dana, mir noch mal, sind wir noch ein bisschen um die Weltgeschichte rumgefahren. Hey, Schiff hier. Was hast du denn an? Some company at last. Ah, nix. Tell me if you see Mary Shark hunting again. Und das ist perfekt. Nein, da ist sie leider. Einmal bitte Außenposten. Ach, wir haben gar nicht. So, dann bitte einmal nur stracks geradeaus. Ich glaube, ich bin nicht falsch. Ja, ich wusste jetzt einmal nach Backbord. Weil da ist, glaube ich, woanders Fuse. Das ist. Kann ich jetzt nicht erkennen, aber ist auch nicht als egal. Oh, Rückenwind. Immer ganz selten, aber ja. Ich bin zwar müde, ne? So. Ja, noch ein bisschen, oder? Da wird da die Insel sein. Ich sehe nämlich so einen Umriss.
Ja, ich bin heute mal wieder alleine. Das war auch gar nicht irgendwie, wie soll ich sagen, geplant, jetzt nochmal zu streamen oder zu filmen. Ich hatte mich von meinem Team verabschiedet und wollte ins Bett. Also ich hatte mich doch ist noch fit. Machst du mal ein bisschen mit Chroma Cam oder wie es heißt. Und, könnt ihr runterladen im Internet. Chroma Cam. Bekommen, müsst ihr mal reingeben, da irgendwie, da könnt ihr es runterladen. Dann braucht ihr wirklich, ihr seht ja selber, ich habe diese grüne Wand nicht drauf. Okay, man muss das hundertprozentig einstellen und jetzt, okay, ich sehe aus wie heute so ein kleiner Penner, weil ich meine Haare nass hatte mit dem Regen heute. Hinter mir ist keine Wand. Nix Wand. Ach. Und ich mir gedacht habe, machst du doch mal. Test es das mal aus, zeig das mal den ganzen Leuten hier. Das ist schon. Das ist ein Fricker. Aber auch scheißegal, können wir den Arm hier mal abgeben. Was das ist, das hier. Ich glaube, da war. Jetzt werdet ihr Zeuge, wie ich untergehe. Das ist mir auch egal. Ich habe jetzt keine Lust, hier diese professionellen Krieger da anzutreten. Haut sowieso schon ab. Hey Kollege, warum haust du ab? Es wird dir nichts passieren. Ahoi, I'm friendly. Outshot, please. Ahoi, hallo, winke, winke. Germany? Die Uhrzeit ist kein Germany da. Das ist komisch, ne? Wenn ich bin in so einer Gruppe drin, bei Facebook, von Sea of Sea. Das sind alles Deutsche. Die suchen Leute zum Spielen, da und jenes. Und wenn ich dann hier reinkomme, in den Spiel sehe ich nicht einen Deutschen. Das ist ganz selten, dass ich mal irgendwie ein Deutscher da ist. Nur immer Engländer, Franzosen und hast nicht gesehen. Ich frage mich nur, wo sind die ganzen Spieler? Wo sind denn die ganzen Spieler, Leute? Ich suche Ü25, ich möchte Antennen, ich möchte das machen, ich möchte jenes. Das sind hunderte von Deutschen, die spielen, aber ich sehe ganz selten mal einen Deutschen, der hier das Spiel spielt. Nur immer Engländer und Franzosen. Und ich mag in den Spielen keine Franzosen. Wohlgemerkt. Ja. Weil, ja. Da frage ich mich immer, hey, wo seid ihr? Auf was für ein Server seid ihr? Ja. Ich habe einige Deutsche habe ich schon kennengelernt, natürlich, aber. Wie lange habe ich gebraucht, bis ich endlich meinen Deutschen sehe? Auch so, ja, ich guck dann immer, na, boah, guck mal da, die Gruppe, der sucht eine Gruppe, der sucht eine Gruppe, er möchte Ü25, er Ü30, und ich hätte Lust, das und das und jenes. Das sind 11,32 Leute, die auf den Server drauf sind. Ich sehe keinen hier. Wie gesagt, Engländer, Franzosen, hauptsächlich Engländer und Franzosen. Ja, wo ist denn jetzt der Schädelman? Oh, der da. Ups. Mein Bett denkt gerade an mich. Oh, 465, naja, okay. Gut, ihr Lieben. Ihr habt gesehen, es geht auch ohne grüne Wand hinter mir. Das ist Chroma Cam, nennt sich das. Haut euch dazu ich mal da rein. Das war meine Crew. Was denken. Ist auch wirklich alles abgegeben. Ja. Es war mal wieder schön. Und wie gesagt, ein Abo wäre mir recht.
Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Daumen nach unten, ein Feedback, Leute. Ein Feedback. Bitte. Es kann nur besser werden. Okay? In diesem Sinne wünsche ich euch, ihr wisst, wir haben jetzt 1 Uhr genau, wünsche ich euch eine gute Nacht, schlaft schön und die sich das morgens angucken oder mittags angucken, wünsche ich einen schönen Tag und passt auf eure Gesundheit auf. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Winke, winke. Bye, bye. Tschüss, ihr Lieben.